Ja, hoi meine Freunde von heute, willkommen zurück zu Tonyox Underground. Ich habe überprüft, ob was in diesem Gap dran ist und ja, es ist was dran. Die Sache ist, alle, die ich gesehen haben Cheats benutzt. Und ich werde hier zurückkehren, sobald ich die Cheats habe, weil das ist verdammt schwierig, da hochzukommen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist verdammt schwierig. Wobei, ich versuche das noch ein paar Mal. Dabei habe ich nebenbei den Lip hier gesehen, den hier oben. Muss ganz auf der Spitze machen. Ja, so möglich ist es zwar nicht ohne Cheats, aber es ist schon verdammt schwierig. Ihr seht es selber. Okay, wir müssen einmal kurz auf die Spitze treiben. Da war ich schon richtig im letzten Part mit. Wow. Habt ihr gesehen, dass ich kurz gegangen bin? Ja, okay, ich glaube ohne. Ne, ohne komme ich gar nicht so weit. Ohne komme ich gar nicht so weit. Okay, einmal ganz oben. Ja, immer noch nicht ganz oben. Ihr seht, das ist verdammt schwierig. Deswegen werde ich hier zurückkommen, wenn ich die Cheats habe. Nimmt es mir nicht böse, aber das ist einfach viel zu extrem für jetzt gerade. Ihr seht gerade selber, dass ich vielleicht gerade mal so an die Kante komme, aber mehr komme ich auch nicht hin. Das ist wirklich das Höchste, was ich habe. An dieser Stelle nimmt es mir nicht böse. Wenn wir auch ein bisschen vorankommen. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich hab's geschafft. Was? Die haben alle Cheats benutzt. Ich habe das gesehen, ja, ne? Die haben alle, waren auf einmal, wisst ihr, Leute, die sind hier hochgeflogen und haben einfach mal zweimal den 900 gemacht, also in den 900. Und da kann ja nur Cheats hinter sein. Und ja, wir haben es geschafft. So, Steeple Lip. Gut, was brauchen wir noch? Gaps ansehen. 9,5 Punkte. Rail to Rail. Concrete versus Metal, weiß ich noch. Channel Planter Low to Low. Sagt mir gerade nichts und das war's dann, ne? Dann sind wir hier schon durch. Gut, und dann geht es gleich nach Hawaii. Den nächsten Level auf meiner Liste. Denk mal, 10-Point-Landing war hier irgendwie ins Sperr zu grinden und dann auf die Gap zu kommen, ne? Auf diese Kante hier zu kommen. Sag jetzt, wie komme ich jetzt an den Sperr dran? Ah, so komme ich an den Sperr dran, okay. Wow, haben wir es doch noch geschafft. Das ist ein gutes Gefühl. Also das verdient einem auf jeden Fall einen Yamasa. Guck mal, 9 und 19 Viereck da unten in der Zeichnung drin. Das verdient ein Yamasa. Schreibt Masa, ist der Gapmeister, ja? Oder der Skatemeister oder irgendwas bin ich auf jeden Fall. Vielleicht Concrete versus Metal. Kann sein, kann auch nicht sein. Weil ich auch gerade nicht so weit komme. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Versuch's einfach mal. Doch, Concrete versus Metal. Gut, dann denke ich mal, dass wir einmal hier runterspringen müssen. Hä? Haben wir nicht gemacht? Wir hatten doch die Aufgabe, oder nicht? Hab ich gerade irgendwie blöd? Einmal hier runter. Hä? Moment, hatten wir die von oben nach unten? Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Right Away fehlt uns auf jeden Fall noch. Egal. Gucken wir uns noch an, was uns doch fehlt. Ich glaube, wir sind durch, ne? Gut, dann würde ich sagen, Level wechseln. Ab nach Hawaii. Hawaii, wir sind Japaner. Machen aus Kawaii, machen wir Hawaii. Hawaii. Ach, die schöne kleine Insel. Ich mag Hawaii. Hawaii war immer für mich Luxus pur, ja? Also, wenn jemand zu mir gesagt hat, Hawaii, dann habe ich nicht an die Domrep gedacht. Also, was heißt schöner Urlaub? Sagen wir mal, schöner Urlaub auf einer Insel, habe ich nicht an die Dominikanische Republik gedacht, sondern eher an Hawaii. Gut, gucken wir uns mal an, welche Ziele uns noch fehlen. Wir sind, glaube ich, so langsam bei der Hälfte, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Ja doch, so etwa. Seht ihr, der gelbe Punkt ist da irgendwie bei der Hälfte etwa. Hochzeitsgast! There are lots of people getting married around here. Why don't you try to get some footage with 4 sets of brides and grooms? Perform the trick, and I'll take the shot. Oh, mach einen Kickflip. Yeah, ladies. Kickflip. Nächster Trick impossible. Ich glaube, hier hinten war irgendwo ein Brautpaar. Genau hier. Na, ihr Süßen. Hier, habt ihr impossible auf eurem Foto. Denn diese Ehe hält bestimmt impossible. Unmöglich. Gut, ich weiß, dass hier rechts noch eine war, genau. Ich gehe mal vorbei und das letzte ist, glaube ich, ganz am Ende des Levels. Also hinter dem ganzen Markt, sag ich mal. Hier ist ja eher ein Markt und zwar hier. Verstecken sich ein bisschen. So, und dann haben wir Hochzeitsgast gemacht. Gucken uns jetzt ein paar Gaps an erstmal. So, ne, wir machen das für die Ziele. Gut, nächstes Kapitel ist fertig. Geht es weiter. So, Hawaii. Haben wir... Beeindrucke die Mädels und Hochleitung. 2 Aufgaben fehlen uns noch. Interessant. Hochleitung erstmal.
Ich glaube, das ist auch ein Gap. You can't grind the colored wire all the way to the end. To make it more challenging, why don't you try switching to a crooked grind while you're at it? To do a crooked grind, press this while grinding. Okay. Wir machen einfach einen crooked grind direkt von Anfang an. Könnte auch uns helfen. Wenn wir das ganze Kabel lang grinden, ist das keine große Hürde. Das ist weit genug. Und kriegen High Wire sogar. Das ist ein schöner Gap. Dann haben wir noch ein Ziel gehabt. Das war ein Kapitel, wo wir zwei Ziele übersehen konnten, ne? Habe ich das vorhin richtig gesehen? Ich glaube schon. Ja genau, beeindrucke die Mädels. Ladies love the big combos. See if you can impress three groups of bikini girls by landing big combos in front of each one. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, McTwist. Your combos are so big. Oh ja, meine Combo ist so groß. Your combos are so big. Eigentlich reden die was vom anderen, aber ich bin kein Footerwesen, also von daher. Was? Was laber ich da? Na, ich habe einfach jetzt nichts gesagt. Ich habe das einfach nicht gehört. Nein, nein. Ah, guck mal, hier haben wir Balltransfer. Haben wir irgendwas auf dem Dach noch? Hier vielleicht rüber? Nee. Wobei, ich glaube, ob wir hier unten noch was haben. Ich habe einen Game Master Drop und ich habe Pool Drop gemacht. Alter, ich flieg verdammt hoch. Ich glaube, im Let's Play waren wir auch nicht hier hinten, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Waren wir hinten schon, wenn man hier übrigens lang grindet? Guck mal da, ein Hai sehen. Na, dann versuch mal kurz zu zeigen. Ach, guck mal, hier kann man auch rüberspringen. Ich möchte gerne den Hai zeigen. Der schwimmt da hinten. Wenn er da drauf springt, ich möchte gerne mal da drauf landen. Da ist ein Surfboard. Okay, das bringt aber nichts. Schön, dass man nur minimal ins Wasser gehen muss und man geht aber schon direkt unter. Da sagst du, hi. Seht ihr, wie dieses kleine süße Hai da schwimmt? Du gehst unter. Gut, suchen wir nach Gaps. Wir haben jetzt alle Aufgaben hier. Heilip haben wir schon mal neu. Wir gucken uns was uns fehlt. Es fehlen noch verdammt viele Gaps. Planter Pop, Banyan Tree Grind, Bench to Whale, Branch to Branch, Grapper Branch, Kayak Hop, Park and Ride Pop, Rail to Bench, Surf's Up, Tube Bowl. Okay, da haben wir viele. Nothing but Net. Off the Walls Transfer, Pink, Palace Entrance, und die anderen haben wir alle. Und Pink Pad Manual. Gut, Nothing but Net. Warte mal, hier haben wir erstmal den Pink Entrance. Hat so geklappt. Nothing but Net müsste eigentlich hier sein, wenn wir hier runterspringen würden. Dann könnten wir eigentlich auf Nothing but Net machen. Aber machen wir nicht, wir wollen einmal hier hinten wieder lang winden. Da ist der Hai gewesen. Habt ihr gesehen? Genießt den Hai-Blick. Du Tropf. Gut, wir sollten einmal hier rüberkommen irgendwie. Reicht das von hier unten oder von da oben unbedingt? Ja, wir müssen von da unten auf jeden Fall. Was? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, wir müssen einmal hier hoch. Verdammt, ich bin zu spät gesprungen, aber hab dabei so einen coolen Gap gemacht und dann können wir hier eigentlich rauf und dann ist... Sobald wir hier runtergehen, guck mal, wir sind jetzt eigentlich im Aus, aber sobald wir hier runtergehen, sind wir wirklich im Aus. Das ist cool, ne? Muss ich hier dranhängen? Nein, können wir nicht. Da geht's nicht lang. Wir sehen das aus. Das heißt aus, aber das außerhalb des Gebietes halt. So, Nothing but Net ist hier. Genau. Oh Gott, ich sollte vielleicht irgendwie das in Sicherheit bringen. Ach, da haben wir auch Kajakop gemacht. Gut. Autsch. Was wird uns noch? Branch, Pink Pad Manual. Ich glaube, Pink Pad Manual war auch bei dem Hotel da hinten. Und zwar hier hinten. Das war ein Gap, den ich auch immer ewig gesucht habe. Und zwar hier haben wir die Kurve. Pink Pad Manual, genau. Gut, hier haben wir viel Potenzial für Gaps. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Wir können theoretisch hier, guck mal, von Bench to Rail und umgekehrt machen. Genau. Hatten wir umgekehrt auch schon? Ich weiß es gerade nicht. Ja, hatten wir beides noch nicht. Gut, gut. Picknick Pop oder Bench Hop hatten wir aber schon. Dieser
Wassertransfer, Off-Walls-Transfer. Dann ist, glaube ich, hier irgendwo auch Grab a Bench, wenn wir hier einen Lip-Trick dran machen. Okay, hier jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn wir hier einen Spin drüber machen. Haben wir schon einen Spin hier drüber gemacht? Ist ein Gap? Ja, haben wir schon gemacht. Ich glaube, hier ist ein Ast drüber. Grab a Bench, genau. Okay, und dann haben wir da oben, das sieht man gerade, hier so ein Ast, der hier rüber geht. Wenn wir hier einmal rüber grinden, müssen wir eigentlich auch ein Gap kriegen. Oder wir kriegen kein Gap, okay. Echt in eine andere Richtung? Nö. Branch to Branch. Oder müssen wir vielleicht ein Gap rüber machen, von einem Ast zum anderen. Aber ich sehe keinen anderen Ast. In den Tuhuahuhu hier durchzufahren, sehe ich keinen anderen Ast. Okay. Branch to Branch ist irgendwo da drin, das weiß ich. Was fehlt uns denn noch? Planter Pop. Banyan Tree Grind. Banyan Tree Grind, weiß ich gerade, Planter Pop. Wo können wir denn, haben wir denn zwei Gras-Dinger gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube hier, ne? Planter Pop. Hab ich gerade vergessen. Banyan Tree Grind. So, wenn ich mich wieder dran. Das müsste ein Easy Gap sein eigentlich. Gut, da sind wir hochgeflogen. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier irgendwie auf den Ast kommen. Irgendwie so. Aber wir müssen irgendwie hier grinden. Autsch. Natürlich fallen wir runter. Ich meine, man kann überall hinfallen, aber wir fallen runter. Ich will ja gar nicht hoch grinden. Ich will schon grinden, aber halt nicht da hoch grinden, sag ich mal dazu. So, dann wollen wir mal hier rüber. Autsch. Können wir nicht auch von der anderen Seite drauf? Ich mag die wirklich nicht immer hochzufahren. Ich glaube, wir können auch von dem Rail hier da drauf. Das müsste eigentlich auch gehen. Und zwar von dem. So, machen wir so. Kommt man da drauf? Ist die Frage gerade. Wo ist der verkackte Ast? Ich möchte gerne hier ran grinden. Yay! Oh Gott! Wir haben den Gap bekommen. Okay, ich dachte, wir müssten einfach nur irgendwas anderes machen. Gut, die beiden haben es gefunden. Was fehlt uns noch? Branch to Branch, Park and Ride Pop, Surf and Up. Dann sind wir hier durch, oder was? Tatsache, wir sind dann durch. Surf Up, Park and Ride Pop und Branch to Branch. Park and Ride Pop. Park and Ride Pop könnte easy sein. Hoffe ich doch mal. Okay. Ganz in der Meinung, Spiel. Das war ein cooler Move. Ich werde das Gefühl nicht los. Wir müssen hier irgendwie von Ast zu Ast springen. Aber ich weiß nicht von wo zu wo. Das ist die Frage gerade, die ich habe. Benjen. Das ist auch der Benjen Tree Grind, okay. Wir haben hier einen Ast. Und wir haben hier irgendwo einen Ast. Können wir von eigentlich. Okay, wir müssen, glaube ich, einfach nur von zwei Ast, von einem Ast zum anderen kommen. Dann hat sich die Sache. Also einfach rein ins Getümmel und einfach irgendwo hinspringen und hoffen, dass man was erwischt oder was. Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Okay, ist eine Rampe. Nein! Ich würde mal gerne. Ich habe jetzt von einem Ast zum anderen, oder? Oder war es derselbe Ast noch? Ich habe keine Ahnung. Ah, was soll das? Maler will doch einfach nur die Äste grabben und grinden. Maler findet aber keinen anderen Ast, das ist das Problem. Schnauze! Fucky Fucky, das kann doch nicht so schwierig sein. Da sollst du keinen Lip-Trick da machen, du sollst da unbedingt grinden. Da, Branch to Branch. Gut, wir haben das gefunden. Park and Ride Pop. Park and Ride Pop. Ich glaube, das ist hier irgendwie, ne? Kann das sein, dass man so macht und dann darüber oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, hier irgendwie an der Haltestelle. Das ist ja eine Haltestelle, deswegen Park and Ride, ne? Aber ich weiß gerade, ich bin mir gerade nicht sicher. Komisch, ne? So weit Namen kommen, ist der Gap eigentlich voll das Problem für mich. Aber so generell weiß ich die alle noch. Ich muss da nur drauf kommen, oder? Kann man überhaupt dran grinden? Weiß ich gerade gar nicht.
Ich bin da viel zu schnell, was das angeht. Hihihi. Nein. Ja doch, Park and Ride Pop. Genau, und Surf's Up ist, glaube ich, die Surfbretter. Das ist ja einfach. Oh, das war hart. Und ein Flip. Und falsch. Surf's Up. Wo sind die beiden Surfbretter? Hier sind auf jeden Fall zwei Surfbretter im Boden. Nämlich hier einmal hier. Und dann einfach rüber und dann haben wir Surf's Up. Wenn wir Spielfortschritt angucken, müssten wir eigentlich alle Gaps hier haben. Hawaii, Gaps, ein Fisch von einem Fisch. Okay, wir sind sehr gut dabei. Und wir haben fast die Hälfte geschafft. Was heißt die Hälfte haben wir? 1, 2, 3, 7 Level fehlen noch, 5 haben wir geschafft. Würde ich sagen, Ziel ansehen. Gehen wir mal schon mal rüber nach Kuba. Werden wir uns aber im nächsten Part erst antun. Denn die Sache ist die... Dann ist heute der Part mal kürzer, aber ist ja auch nicht so tragisch. Oh, wir sind schon ziemlich weit, ne? Fallen Laubbläser im nächsten Part. So, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und Masa Vista, Baby.